Moin und seid ganz herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich bin's, euer Deal. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt hier in der von euch lang ersehnten Pokémon-App wieder. Ich bin hier in der deutschen Version. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt, deswegen habe ich als Titel wahrscheinlich auch sowas wie ein neues Setup oder sowas gewählt. Ich will euch jetzt sagen, wie es mit dem Kanal weitergeht. Ich habe jetzt mehrere Videos hochgeladen. The Forest, League of Legends, dann eine App, die ich zocke, Prison Empire, so im Sinne von einer App vorstellen, gleichzeitig mit Tipps, dass für den Fall, dass jemand testen will, auch dadurch leichter hat. Dann habe ich eben die Pokémon-App hochgeladen und ein mehr oder weniger Real-Life-Video, in dem ich einfach erzählt habe, was so in der letzten Zeit passiert ist. Ich werde auch demnächst noch ein Video hochladen, wo ich meine Verletzung genauer erkläre oder erzähle. Das haben sich viele gewünscht. Aber wie soll es jetzt mit diesem Kanal weitergehen? Wie gesagt, ich habe hier jetzt relativ viele Videos hochgeladen, mehrere Stile von jedem eines, weil ich einfach mal sehen wollte, wie verhalten sich die Kommentare, die Aufrufe, die Abonnentenzahl, komme ich dazu, verliere ich welche, und es ist erschreckend, auch für mich auch ein bisschen traurig. In der Zeit von 2019, als das letzte Video kam, bis jetzt zum ersten Video 2020, habe ich ungefähr 50 Abonnenten dazu bekommen. Das hat mich mega gefreut, deswegen wollte ich auch wieder mit YouTube anfangen. Als ich dann die ersten zwei Videos hochgeladen habe, sprich, dass ich wieder zurück bin und League of Legends, hatte ich bereits 17 Abonnenten verloren. Allein ab diesem Video, bis kurz nach dem League of Legends Video, habe ich 17 Abonnenten verloren. Dann habe ich die Pokémon-App wieder hochgeladen, Monster Camp. Man sieht auch hier den Unterschied, zum Beispiel League of Legends hat 67 Aufrufe, Monster Camp hingegen hat 370. Habe ich auch 5 Abonnenten dazu bekommen. Dann habe ich noch mein The Forest Projekt hochgeladen, da ich das eben als Livestream-Projekt ganz angenehm finde, sowie diese App-Vorstellung Prison Empire. Und ich bin momentan auf 2731 Abonnenten. Gestartet nach dieser Pause habe ich bei 2754, was bedeutet, obwohl ich 5 Abonnenten dazu bekommen habe, habe ich jetzt über 20 verloren. Das ist ein bisschen schade, vor allem zeigt mir, dass das auf meinem Kanal, wenn die Pokémon-App nicht kommt, wenn keine Videos geschaut, beziehungsweise verliere ich dann sogar noch Abonnenten. Die Kommentare sind schön und vor allem die Community, die damals schon am Start war, so wie Inner, sowas wie Instant Gaming und so weiter und so fort. Die Personen, die bleiben oder die sind da, denen ist es relativ egal, was ich hochlade, was ich livestreame, solange ich am Start bin, und das finde ich schön. Aber ich muss natürlich auch an den Kanal denken, und wenn die Abonnenten runtergehen mit meinen Videos, mit zunehmenden Videos, die jetzt eben nicht diese Pokémon-App sind, wird es den Kanal irgendwann nicht mehr geben, weil dann sind zu wenig Abonnenten da, zu wenig Aufrufe, zu wenig Money, denn ich brauche natürlich auch ein bisschen Geld, damit ich den Kanal weiter betreiben kann, meine Programme zahlen kann. Also gibt es nur zwei Möglichkeiten. Nummer 1, ich bringe die Pokémon-App wieder. Da ich aber schon länger nicht mehr gezockt habe, und zwar ein Jahr lang, fehlt mir so ein bisschen das Wissen und ein bisschen die Erfahrung jetzt, weil relativ viel dazugekommen ist. Die Sache, die mir damals aufgefallen ist, als ich aufgehört habe, dass ich auch nicht mehr wirklich Ideen hatte für diese App. Ich habe einfach schon, glaube ich, über 500 Videos hochgeladen, und mehr gibt diese, oder viel mehr gibt diese App nicht her. Es sind neue Modi dazugekommen, was bedeutet, es macht jetzt wieder Sinn anzufangen. Diese neuen Modi, an die können wir uns rantasten, die können wir, oder kann ich lernen und dann dazu Videos bringen. Bis es soweit ist, dauert es leider noch. Deswegen habe ich mir überlegt, da ja, wie gesagt, der Kanal ohne diese Pokémon-Apps nicht funktioniert, und ich denke hierbei auch schon weiter, sprich in 1, 2, vielleicht 3 Jahren, wenn es diese App nicht mehr gibt. Sprich, wenn der Betreiber sie komplett dicht macht, wenn die zu überladen ist mit Events und Modi, dass sie nicht mehr flüssig läuft. Wie geht es dann weiter? Wenn ich keine Videos von dieser Pokémon-App mehr bringen kann, bedeutet das allein jetzt hier an den Statistiken, wenn ich die hier so anschaue, dass der Kanal dann einfach vorbei ist. Ist ein bisschen schade, es macht mich auch ein bisschen traurig, muss ich dazu sagen, aber leider ist es so. Vielleicht haben wir dann schon so eine große Community, so eine große Reichweite, dass wir sagen können, jo, okay, 2021 kommt The Forest 2 raus, deswegen wollte ich auch euch hier so ein bisschen an The Forest dranbringen. Das will ich auf jeden Fall zocken und let's playen. Vielleicht können wir das dann eine Zeit lang übernehmen oder Zeit lang machen. Müssen wir mal schauen, oder vielleicht finden wir ein anderes Projekt, zum Beispiel League of Legends, dass die Community dann sagt, hey komm, swap mal um auf League of Legends, wir haben jetzt schon genug Pokémon. Dann kann der Kanal weiter funktionieren, aber sollte das nicht der Fall sein, wird er in ein paar Jahren, sobald diese App nicht mehr existent ist, sobald sie zu stark laggt, weil zu viel reingekommen ist, sobald sie zu überladen ist, kann das sehr, sehr eng für diesen Kanal werden. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber jetzt habe ich für all die, die diese Pokémon-App feiern, habe ich jetzt gute Nachrichten, denn bis ich wieder das Wissen habe und bis ich wieder die Erfahrung habe in Monster Camp,
beziehungsweise in Monsters Party, die englische iOS-Version, werde ich hier die deutsche Version zocken. Ich bin auf Server 201. Ich schreibe euch das Ganze in die Kommentare, weil ich habe vorher schon mal probiert, da hat es dann gehakt. Also ich bin nicht auf dem neuesten Server, es müsste 203 sein, sondern ich bin auf dem zweitjüngsten Server, 202. Der zweitjüngste Server, ich heiße Einhorn mit einer 1 als Ib. Und ja, ihr seid alle herzlich eingeladen zu joinen. Ich werde das Ganze erstmal free to play machen, da ich ja schon relativ viel auch in der englischen Version ausgegeben habe. Ich muss erstmal schauen, wie die Clickrate ist etc. Wenn dann auch ein bisschen Geld einkommt, kann ich hier auch ein bisschen was noch, kann ich hier ein bisschen was mit reinstecken. Aber hier, ihr seid herzlich eingeladen, mir zu joinen, mit mir eine Gilde aufzumachen, beziehungsweise meine Gilde zu joinen, weil ich dann aufmachen kann, dass wir uns hier zusammen durchkämpfen. Ich habe auch schon geschaut, der Erstplatzierte hat momentan hier eine Power von 578. Ja, den sollten wir eigentlich relativ entspannt einholen können, wenn ihr die Pokémon anschaut. Erspanferno ist krass, Cresselia ist beschissen und Lucario ist auch beschissen, verglichen mit dem, was man rausholen kann. Somit sollte es kein Problem sein, hier dem ersten Konkurrenz zu machen. Ihr habt meine alten Videos, es werden neue dazu kommen mit Tipps und Tricks, damit wir hier schnell vorankommen. Ihr könnt natürlich auch selber in die Kommentare reinschreiben, falls ihr noch ein paar Tipps und Tricks habt oder Informationen zu dem einen oder anderen Modi oder Event, könnt ihr das gerne tun, aber nicht zwangsläufig notwendig. Zockt halt einfach mit mir, gewöhnt euch wieder dran. Und vor allem, ich habe gestern mit Ventrox geschrieben, er hat seinen Account noch, aber hat seine Anmeldedaten nicht mehr. Wir haben alles versucht, um sie wieder zurückzubekommen, erfolglos. Dann kannst du hier zum Beispiel jetzt mit mir auf dem Server zocken, einen neuen Account machen, da hast du dein Passwort, da hast du deine E-Mail-Adresse etc. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen. Ich bedanke mich jetzt erstmal für dieses Video oder fürs Zuschauen, beziehungsweise nein. Es ist zwar ja Level 4, aber wir werden hier natürlich auch noch mal kämpfen. Wir wollen mal den Anfang hier sehen. Leider Gottes, ihr seht es schon, laggt das ein klein wenig. Das liegt einfach daran, dass die App jetzt schon ein bisschen zu überladen ist. Es fuckt mich auch ab, dass ich immer noch nicht mal zwei kämpfen kann. Aber ja, wie gesagt, herzlich eingeladen. Wir werden mal schauen, dass wir hier den Server dominieren können. Am besten wäre es natürlich, wenn in der Top 50 nur die Community ist. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und ja, jetzt bedanke ich mich aber fürs Zuschauen. Jetzt hattet ihr einen Kampf. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr gebt euer Feedback. Das würde mich sehr interessieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.